Auf jeden Fall ist schon alleine der Ort, wo wir starten, sehr wichtig. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, heute wieder Line War. Diesmal funktioniert es auch bei Kollegen. Wieder Line War? Hattest du schon mal das Ich gestreamt hatte es versucht. oder Wir Also zählen kannst du den nicht von Versuch mal mit. widersprechen. Ey, der Stream dazu ging 10 Minuten, bevor wir zu Shell Shock gewechselt haben. Und beide Spiele hatten mit Panzer zu tun. Wow, wir haben Training mit Shellshock. Ja, kannst du auch Da so sehen. wir wissen, wie Shellshock geht, wissen wir auch, wie Line War geht. Es sind beides Panzer. Die Zuschauer verstehen bestimmt die Logik. So, ich mache noch eben kurz ein paar Hintergrundprogramme aus und dann will ich einmal kurz reinhören, weil ich mir nicht sicher war, ob man dich hören kann bei mir. Wahrscheinlich wieder nicht so wie beim letzten Mal. Das würde mich zumindest nicht wundern. Hört dich, ich habe das Desktop-Audio schon an. Ich wusste jetzt nur nicht, ob das Spiel zu laut ist. Da war ich mir halt nicht sicher. So. Kurze Erklärung: Line War, man hat so Truppen, die laufen auf der Map rum. Man gibt die Befehle nicht, indem man auf die Truppen klickt, sondern man zieht so Linien, beziehungsweise man macht so komische Punkte. Wir beide blicken nicht durch, wir verstehen nur Bahnhof soweit. Akayas Theorie zurzeit. Es gibt Krieg. Und dieser Krieg ist auch schon lange überfällig. Wir wissen nicht, wer diesen Krieg gewinnen wird, zumindest jetzt noch nicht. Aber das wird sich ja gleich noch zeigen. Nebenbei, ich passe eben kurz auch den Titel ein bisschen mehr an. Ich lade dich sofort Jetzt. ein. Der Titel wird wahrscheinlich lauten: Es gibt Krieg. Krieg der Gamer Tiere hatte ich als erstes im Sinn gerade. Aber das klingt für mich nicht so wie ein Satz, der sich im Ohr festsetzt, dass man unbedingt da draufklicken will. So, jetzt lade ich dich ein. Kann ich ja diesmal glücklicherweise auch. Da. Wir haben beide nur die Tutorials bisher gesehen. Also man muss sich auf jeden Fall ein gutes Startgebiet aussuchen. Wir können ja selber entscheiden, ob wir die Map haben wollen. Du siehst ja, glaube ich, was Ich da weiß. zu sehen ist. Und Wenn jeder von ich... uns kann random machen. Du kannst, ne, kannst du auch auf Random drücken? Ja, guck. Ah, Das okay. war ich. Ja, dann müssten wir uns mal erstmal auf eine Map einigen, ne? Bist du mit der einverstanden? Bei mir ist das eigentlich relativ egal. Fürs Erste. Du darfst Weiß nicht. entscheiden. Zu viel Land. Du brauchst mehr Wasser für deine Flotten. Ist das So, wenn schon. genügend Wasser? Ich weiß Also übrigens die nicht, was Länder die auch sehr einzigen Symbole zusammenhängen. bedeuten, ne? Also ob man Ich da. war auch kein Plan. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was besser bauen kann, bessere Ressourcen kriegt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man Geld farmen muss. Und Energie. Guck mal, die eine Insel da ganz rechts, ne? Die oben, die ist doch perfekt zum Bauen. Ich glaube, das Weiße ist Schnee. Komm, wir So machen gut, dass die maximal nur noch nicht. einmal random und dann sagen wir einfach, wir nehmen das. Also einmal random darfst du noch. Ich will nicht so viel zusammenhängendes Land haben. Hast du hier doch nicht. Ready. Hier ist auch sehr viel Wasser und die hängen fast gar nicht zusammen. Ich weiß halt auch nicht, wie groß die Reichweite ist, wie man auseinander sein muss. Wir sehen auch nicht, wo der andere seinen Punkt setzt, ne? Na doch, das wissen wir nur, wenn wir direkt nebeneinander sind. Warte mal, ich Weil dann ist das muss. Land gesperrt. So, Kann ich mich Pickstar-Theorie. auch irgendwie bewegen? Ich Ja. glaube, erst muss ich. Du musst erstmal ein Tutor. Eine The Kannst du mir Deutsch beibringen? Ein Territorium aussuchen. So, ich habe Deutsch schon bekommen. Ich weiß, dass man Ich muss mir zuerst Territorium das suchen. aussuchen Was ist das muss. Schwarze da im Wasser? Wahrscheinlich Öl. Wenn du neben die Texas-Insel guckst, was ist das? Ist das Öl oder. Ach, das würde das Symbol wahrscheinlich bedeuten, mit dieser komischen Fabrik. Das ist wahrscheinlich eine Ölquelle. Ich weiß jetzt aber nicht, wie wichtig das ist. Öl So. ist Energie und Energie brauchen wir.
Das sind meine Truppen. Ich erkläre jetzt kurz nochmal. Mit dem Pfeil hier beispielsweise, wenn ich jetzt hier so einen Pfeil ziehe, dann laufen die diesen auch entlang. Und wenn ich jetzt mit diesem Pfeil hier so eine Linie ziehe, dann machen die dort so eine Verteidigungslinie. Es ist übrigens schön, dass so gut wie gar keine Musik bei mir im Ich habe, Hintergrund ist. wie schön, dass ich gerade keinen Plan habe, wie ich A so setze ich Mit denn. dem E-Pfeil setzt du die. So. Ich meine, man kann auch irgendwie sagen, welche Truppen da jetzt unbedingt mitgehen sollen und welche nicht. Ich glaube, wenn du auf den Pfeil drückst und dann da unten die Truppen dann auswählst, so machst du das. So, was haben wir denn hier überhaupt? Ich habe einen Punkt gesetzt, wo die hin sollen. Oh, du kannst diese Punkte sogar bewegen. Ich weiß aber nicht, wie man die wieder wegmacht. Super, ne? Ich weiß nicht mal, wie ich hier irgendwas baue. Ich glaube, ja, bei F2, da unten rechts, da baust du. Da sind die ganzen Dinger. Okay, was will ich denn als erstes haben? Ich habe übrigens zumindest die Flugzeuge verstanden. Die können nur im Bereich von ihrem Hangar sein und wenn der Hangar kaputt geht, dann gehen direkt auch alle Flugzeuge kaputt. Das habe Das ich auf habe ich jeden auch Fall gelesen. verstanden. Mit den Liniensystemen, das habe ich nicht so ganz. Ah, okay, das ist eine Baracke, die will ich auf jeden Fall haben. Die macht nämlich Landsoldaten. So, womit mache ich mir denn Panzer? Landvehikel. Baue ich mal hier. Vielleicht sollte ich mir das Öl holen. Ist vielleicht eine Geldquelle. Ich setze hier auch gerade die ganze Zeit irgendwelche Punkte einfach random wohin und weiß nicht, was ich, wieso ich da das mache. Sage ich dir, sobald ich es rausgefunden habe. Ah, so löscht man die Punkte. Okay. Draufklicken und V drücken, dann kannst du die Punkte löschen. Das habe ich soweit schon gesehen. So, alles, was existiert, soll da auf jeden Fall langlaufen. Und hier dürfen ruhig alle Truppen erstmal verteidigen. Ich glaube, da gibt es aber auch so eine Maximalgrenze. Okay, City. Ah, das macht Kapital. Okay. Boah, ist die Stadt groß. Es muss auf einer speziellen Seite gebaut werden. Was macht das hier? Depot. Ah. Okay. Ich muss erstmal auch alles lernen, ne? Also, ich bin nicht weniger planlos als du. Wie baue ich denn eine scheiß Stadt? Okay. Wo kann ich das bauen? Da steht, es muss ja in meinem Gebiet auf jeden Fall sein. Auf einer Farm, Lumbermill oder Mineside? Okay, sagt mir nichts. Ich sollte mal eventuell ein paar Infanterietruppen. Ach ja, ich kann ja die Typen selber nicht sagen. Ihr? Nein, den Strich will ich behalten. Nein, ich will nichts kopieren, danke. Okay, ich habe sie jetzt erstmal aufgelöst. Ich mach den Strich einfach auch mal eben kurz weg. Mach da mal eben kurz einen Strich. Und sagt, da laufen die lang. Okay, und ihr wandert dahin. Okay, ich habe die doch eigentlich aufgeteilt. So, die Factory, die soll ruhig alles bauen, was geht. Wir wissen übrigens nicht, wo der andere ist. Will ich nochmal erwähnen. Ich weiß gerade nicht mal, wie ich was auf meine Schiffe raufhauen könnte. Du hast schon Schiffe?
Nö. Aber ich wüsste nicht, wie das geht. Okay, den Shipyard, den baue ich mir am besten auch mal direkt. Ich glaube, dafür brauchst du ein bestimmtes Schiff. Ich weiß, dafür braucht man das Landungsschiff. Dessen bin ich mir schon Baracken, bewusst. Factory. Ein Airport habe ich noch nicht. Launchpad, man kann auch Raketen haben. Oh ja, ich schicke meine Atomraketen gleich zu dir rüber. Ich schicke interkontinentale Raketen zu dir. Eigentlich will ich ja schon Flughafen. Das bitte weg. Du beweg dich da lang. Ihr sollt Land erkunden. So. Das ist jetzt ein neues Gebiet. Lamba. Kann ich da jetzt beispielsweise die Industrie bauen? Nee. Ist doch hier ein Holzgebiet, oder nicht? Oder müssen die erst einmal da angekommen sein? Die sind noch gar nicht drin in dem Gebiet. Und ich frage mich, warum gehen die da nicht? Okay, was macht die Powerplantage? Man kann auch auf dem See bauen. Wie gut, dass wir beide das Spiel so gut verstehen. Ja, Oh, ich kann aber. meine Raketen schon bauen. Ich habe mir schon mal so ein Raketensilo gebaut. Oh nein, ich muss auch aufrüsten. Ich Raketen. weiß aber nicht, wie lange die brauchen, um eine Rakete zu basteln. Sehr lange wahrscheinlich. Bei den Schiff weiß ich, da gibt es ein Schiff, das Landunits überträgt. Ja, wie gesagt, das ist ja das Landungsschiff. Was ist ein Subpen? Ach, das muss auch im Wasser gebaut werden. Macht das U-Boote? Das macht U-Boote. Okay, die wichtigsten Sachen werden schon mal gebaut. So einen Airstrip braucht man. Das habe ich gelernt. Und jetzt noch ein Airport. Okay, ich kann auf jeden Fall schon mal alle Truppen basteln. Sag mal, wieso kriegt die es nicht geschissen, darüber zu wandern? Ach, wegen der Kacklinie. Okay, ich habe neues Land entdeckt. Aber noch keinen Lümmel, den ich umnieten will. Okay, das geht da nicht. Die Industrie? Mann, was zum Geier brauche ich, um eine Industrie zu basteln? Ich muss irgendwie mehr Economy bekommen. Academy? Economy, also Geld. Also, ich glaube, dafür ist das Depot da. Oder? Nee. Irgendein Gebäude war dafür da. Die Raffinerie, die ist dafür da. Oder? Ansonsten musst du, glaube ich, wirklich eine Stadt bauen. Ich kann aber nirgendwo eine bauen. Ja, ich auch nicht, das ist ja das Problem. siehst du dieses Holzding, was du von Anfang an hast? Mit diesem ganz kleinen Fischerboot. Da kannst du die Stadt bauen. Ich habe schon keine Ressourcen mehr, um gegen dich zu kämpfen. Ich habe auch keine Ressourcen. Ich muss gerade erstmal meine Stadt bauen. Damit Ich baue auch gerade eine Stadt. ich muss halt erstmal rausfinden, wo man die überhaupt bastelt. So, du kannst sie natürlich auch sagen, dass sie erstmal gar nichts bauen sollen, ne? Dann sparst du auch ein bisschen, glaube ich, an Geld. Ja, zum Beispiel brauche ich gerade keine Bodeneinheiten mehr. So, wie nehme ich das da ein? Holt das bitte. Ich weiß nicht wie, aber holt es. Wie nutze ich das? Kann ich da eventuell draufbauen? Warte mal.
F2? Ach ja, ich habe ja kein Geld. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ich brauche eine Kannst du Erbschaft. mir helfen, meine Boote zu nutzen? Ich habe schon vier. Was für Boote habe ich denn hier überhaupt gerade? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, was wird da gebaut? Ach so, das zum Rübersetzen. Warte mal. Ihr bewegt euch mal da hinten. Den löschen. Nochmal setzen. Hallo? Bewegt euch. Los. Einer bewegt sich. Das ist alles, was ich wollte. Jetzt bewegen sich alle. Ach, da ist auch schon mein U-Boot. Ich habe mein U-Boot nicht bemerkt. Ich werde langsam gefährlich. Meine Stadt, die baut sich. So, wie funktioniert das jetzt? Wie Und ich kriege habe ich das? nach wie vor keinen Plan, wie ich meine Sachen benutze. Wie kriege ich es hin, dass die jetzt mitnehmen? Sag ich jetzt einfach hier, kommt, meine lieben Landeinheiten, geht da drauf? Sage ich denen das oder wie mache ich das? Ah, du musst mit den Figürchen, also du musst eine Linie ziehen von Land aus, die durchs Wasser geht. Dann gehen sie auf das Das habe Schiff. ich gemacht, aber das haben sie trotzdem nicht. Geben trotzdem Scheiß drauf. Die müssen auch in der Nähe stehen, die Schiffe. Und die Leute auch. Kann ich das Ding eigentlich nochmal umsetzen? Scheiße. Wie lange braucht denn die Stadt, bis sie gebaut ist? Alter, ich habe so viele Panzer, ich stelle die Produktion jetzt erstmal ein. Ich habe gar keine Panzer. Und ich wundere mich, wo bleibt mein Geld? Ich habe ja auch kein Geld, wenn hier auf einmal alles gebaut wird, was existiert. Meine erste Rakete ist auch gleich fertig. Wie funktioniert die Rakete überhaupt? Muss ich da auch so eine Linie ziehen, wo die hinschießen soll? Ich brauche nur irgendwo hinklicken und setze schon diesen Wegpunkt, wo die sich alle versammeln sollen. So, wie viel brauche ich dafür? 193. Ich habe für gar nichts genügend. Ich habe nur 120. Ich will, dass die erste Rakete. Jetzt habe ich es gesehen, wie. Wenn sie Ah, fährt. ich glaube, ich weiß jetzt, wie sie aufs Schiff gehen. Man muss eine blaue Linie ziehen und keine gelbe. Du hast unterschiedliche Oder auch Farben. nicht. Ja, gelbe Linien ist quasi für Ach Verteidigungslinien. so, ja, blaue ist eine Move Direction. Aber trotzdem kriege ich die da nicht rauf. Die Scheißhaufen wollen einfach nicht aufs Schiff. Warte mal, kann ich die Panzer eigentlich auch sagen, die können auf das Schiff? Geht das? Ich sollte mal ein paar Linien löschen. Und die sollte ich mal weiter erkunden lassen. Erkundet die Berge, Leute! Los, geht erkunden! So, ihr dahin. Hier mache ich mal zu. Ich hoffe, ich habe alles Unwichtige kurz ausgemacht. Launch Rocket! Wenn du das Raketensilo hast, du musst es fertig bauen lassen und dann kannst du, wenn du drauf drückst, mit K die Rakete starten. Wie weit kann ich die entzielen? Boah, geht die weit. Ich greife mal da drüben an. Jetzt kommt meine Atomrakete! Boah, fliegt die langsam. Leute, ihr erkundet sogar so ein bisschen. Kannst du den Knall auf der Karte sehen? Den ich veranstaltet habe? Sehen nicht, aber ich würde sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen müsste, dass ich ihn nicht gehört habe. Ich habe gerade nicht unschuldiges Land angegriffen. Das hast du dir eingebildet. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie ich meine scheiß Truppen aufs Boot bekomme. Ich werde einfach nur eine Luftflotte machen. Ich hab's rausgefunden.
Wie gesagt, du musst weil, sowohl wie gesagt, die. Wir wollen die aber nicht. Du musst unten ich in der bin Leiste. So nah wie am Land. Nein, du musst unten in der Leiste zum einen diese Bodentruppen auswählen und gleichzeitig auch das Schiff. Dann gehen die auf das Schiff und fahren rüber. Ich kann aber nicht beides auswählen. Wenn ich aufs Wasser mache, wollen die Bodentruppen nicht rein. Der sperrt mir denn sofort die Bodentruppen. Warte, ich probiere gerade was aus. Kann ich auch? Ja, man kann auch Panzer da drüber schicken. Und dass die auf die Boote gehen. Oh, kacke, jetzt habe ich da die Leute ausgesetzt. Geht mal dahin auswandern. Ich hoffe, du bist jetzt einfach auf dieser Windsinsel, wo ich gerade meine Truppen hingeschickt habe. Das wäre richtig lustig. Warte, ich will jetzt rausfinden, wie nutzt man diese Ölraffinerien? Erstmal mache ich, dass die alle von dem Scheißding mal weggehen. Bewegt euch davon weg. Los. Ich will rausfinden, wie ich das Ding nutze. Hast du auch eine Rakete losgeschickt? Nö. Was waren dann diese Piepen gerade? Oh Gottes Willen, ihr hört doch mal auf, eine weitere Rakete zu basteln. Ich habe gerade andere Probleme. Oh, wie viel Geld man auf einmal hat, wenn man keine Raketen bastelt. Jetzt habe ich eine Rakete losgejagt. So. Ich will gucken, ob man irgendwas auf diese Teile bauen kann, beziehungsweise daneben. Eine Industrie vielleicht? Achso, das ist einfach nur das Zeichen für, du hast keine Energie mehr. Ja, dann muss ich doch auf jeden Fall so ein Depot für Energie mal basteln. Ich hab's geschafft. Er hat's rausgefunden, ja! Nee, ich hab was anderes geschafft. Ich nehme alles zurück! Whip deine Panzer! Ah! Die Industrie kannst du auf diesen Öldingern bauen. Das erste davon. Die Industrie kannst du draufbauen, dann kriegst du Geld. Ich hab aber keine. Ich hab kein Ölzeugs. Bei mir in der Nähe waren direkt zwei. Ich kann aber irgendwie keine Verteidigungslinien errichten. Wieso nicht? Ich hab deine Truppen gefunden. Glaube ich. Und ich hab dich gefunden. Ja, du hast da eine Rakete hingesammelt. Ich sehe aber trotzdem, wo du gebaut hast. Und das Problem ist, du weißt nicht, von wo aus ich gekommen bin. Weil die sind über ein Schiff die ganze Strecke gefahren. So. Die Raffinerie ist gleich fertig. Kriege ich jetzt mehr Geld oder was kriege ich jetzt mehr? Ich habe denen aber auch nicht gesagt, ihr sollt irgendwie da hinten kämpfen, ne? Ich sollte auch ein paar Bodentruppen mal wieder bauen. Ah, ich die sind eh durchgehend. Ich muss irgendwo jetzt mal Energie herbekommen. Ich finde das so gut, ne? Die sind durchgehend im Einsatz. Wartet. Die Linie müssen wir löschen, bevor ihr auch noch stirbt. Macht da eine Verteidigungslinie. Und jetzt Ich kann halt nirgendwo eine verdammte Verteidigungslinie hinbauen, ist mein Problem. Mit W machst du die übrigens. Das steht aber mit ich D. Bei mir ist das W. Ach so. Bei F1. Ja, Punkte. Der hat bei mir bei Punkten gehabt. Ach so, jetzt verstehe ich was Falsches. Warte. Du musst das auch da unten auswählen, das Teil. Ich krieg das nicht geschissen. Ich glaube, die können aber nicht so weit schießen. Ich muss unbedingt erstmal für Energie sorgen. So, Raffinerie, was machst du? Ich muss auch irgendwo Energie herbekommen. Raffinerie, Land Unit Speed, Penalty, Ach so, das gibt Bonus! Die werden dadurch ein bisschen schneller. Okay, dann baue ich direkt noch eine. Wie baue ich überhaupt was auf dem Meer? Wahrscheinlich, indem ich da ein Schiff hinschicke. Kann ich denen irgendwie sagen, dass da nur ein Schiff hin soll? Warte mal. Wo ist das U-Boot? Da ist Submarine. So, Submarine, beweg dich mal von da nach da. Ich will einfach nur das U-Boot einmal kurz rausfischen. Es ist so schön, dass das U-Boot es schafft, um die anderen Schiffe drumherum zu fahren. Weißt du, das ist ein U-Boot. Tauch doch einfach.
Kann ich denen nicht irgendwie sagen, los, taucht? Was ist denn das Letzte? Wieso wollen die jetzt nicht der Linie folgen, die ich hier platziere? Die stellen sich einfach nur der Linie nach auf. Was Ach machst so, du denn wahrscheinlich muss. da? Ja, jetzt weiß ich wie. Ich habe das völlig falsch interpretiert. Ich muss den Weg nämlich mit E ziehen und nicht mit W. Attacke! Warum stehen die eigentlich falsch rum bei mir? Meine Das finde ich ja so Einheiten. gut gerade. Aber wie befehle ich den anzugreifen? Falsch rum, Junge! Falsch rum! Du baust in die falsche Richtung! Das ist die falsche Richtung! Kann ich das irgendwie drehen? Kein Plan. Das ist die nutzloseste Verteidigungslinie, die ich je gesehen habe. Okay, ich habe meine Raffinerien wenigstens fertig. So, du bewegst dich bitte dahin. Beziehungsweise beweg dich in die Nähe. Ich will da bauen. Ich muss erst einmal in dem Gebiet gewesen sein, um dort bauen zu dürfen. Ich will mir gerade das in die Raffinerie da im Wasser holen. So. Bei denen immer noch keine Ahnung, wie ich sie baue. Bei den Industrien. Leuchtet irgendwas auf der Karte? Wo ich es bauen könnte? Boah, ich sehe eigentlich gerade was richtig Gutes, ne? Warte mal. Das nächste Schiff bitte. Nicht in die Richtung. Ja, einfach eins davon bitte. Darüber. Ist mir egal, welches von euch. Muss nur eins sein. Nein, du hast denselben Plan. Hä? Eigentlich gar nicht. Das ist meins. Aber schön, dass ich jetzt weiß, wo du bist. Ich weiß auch, wo du bist, da oben rechts. Das weiß ich schon die ganze Zeit. Ich hab dich nur mal in Ruhe gelassen. Meine Schiffe wollen nicht weiter. Ja! Du musst nur weiter an Land. Ich muss dort bauen. Nein, es ist nicht unter meiner Kontrolle. Boah, die müssen weiter bauen. Ich muss unbedingt hier Panzer basteln. So, es ist auch mal Zeit, dass ich meine Armeen mal wieder nach oben hole. Guck mal, hat doch nur 20 Minuten gedauert, dann haben wir endlich verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum bauen meine nach wie vor die Verteidigungslinien falsch herum. Ich glaube, das hängt mit der Richtung zusammen, von der die aus kommen. Los, du wanderst. Erobere mein Land. Ich weiß übrigens nicht, warum du da gerade nicht an Land kommst. Weil das keine Landungsschiffe sind, sondern Destroyer. Toll. Warte mal. Nur Panzer hätte ich mal bitte gerne gerade. Ist das Angriff? Target Command. Okay. Ich will, dass sich nur Panzer dahin bewegen. Warte mal, das kann man noch umändern? Ah, man kann denen auch sagen, die soll sprinten. Wo sind eigentlich meine Flugzeuge? Ich hatte auch Flugzeuge. Die Linie weg und warum auch immer da eine Linie ist weg. Hatte ich nicht gerade eben Also, noch ein U-Boot? Das steht da oben noch wie mit Geld angewurzelt. habe ich auf alle Fälle an sich kein Problem. Mir fehlt es an der Energie. Warum bewegt sich mein scheiß U-Boot nicht? Danke. Ja, die Raffinerien, die bringen ja so viel Geld. Das ist ja das Ding. Ich brauche aber Energie, kein Geld. Weißt du, wie ich dich ganz schnell vernichte?
all deine Schiffe da. Ich schieße eine Rakete rein und die sind instant weg. Ich weiß. Die saugen mir eh. Ich sehe jetzt erst, dass da oben noch einer von meinen steht. Der Zapfelkrieger. Ich kann halt nicht allzu viel anfangen mit meinen Sachen. Beweg dich da unten hin, verdammte Axt noch eins. Und ihr, das nehmen wir jetzt mal weg. Ihr sollt da angreifen. Kann man irgendwie seine Sachen auch kaputt machen? Ja, kann man. Kann ich irgendwie reparieren? Scheiße. Jetzt greift doch an, ihr Penner. Ihr sollt da angreifen. Ach, jetzt bewegt euch endlich. Warte nur ab, bis meine Rakete fertig ist. Du scheiß Ding, beweg dich. Alles da an die Front. Los. An die Front. Da kann man auch ein Launchpad drauf machen. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, wie mache ich jetzt zum Beispiel, dass da eine größere Stadt ist. Brauche ich dafür irgendwas Bestimmtes? Los, meine Krieger, macht sie alle! Macht sie alle weg! Ich glaube an euch. Ach ja, stimmt, der ist ja da drüben. Beweg dich da rein. Los. Du bist dann der Held des Tages. Komm. Ist doch jetzt unter meiner Kontrolle, oder nicht? Hier sammeln bitte. Ah, da kommen ja noch mehr Schiffe. Gleich hast du ein Problem. Glaub mir. Ich will die Schiffe auch loswerden. Verbrauch mir zu viel Energie. Wann kann ich da denn endlich bauen, verdammte Axt noch eins? Muss ich erst direkt da drin stehen oder was? Aber wie funktioniert das mit dem Besitz? Wer weiß. Kann ich mal bitte irgendwie Energie produzieren? Ist das jetzt mein Besitz? Ja oder nein? Nee. Ja, auf meine Sachen kaputt zu machen. Ich habe dich gewarnt. Ich hoffe an sich gerade einfach nur, dass du sie kaputt machst, wenn ich ehrlich bin. Wo fliegt die denn hin? Ich konnte sie nicht näher dran setzen. Es ging wirklich nicht näher. Das ist aber schade. Die haben eine bestimmte Reichweite. Das ist Dreck. Ich weiß, dass sie eine bestimmte Mindestreichweite haben. Jetzt greift er an, verdammt! Wozu habe ich euch hier Drecksflugzeuge? Ich muss mal ganz viele Powerplants platzieren. Die sind zwar nicht allzu effektiv, aber sie bringen mir immerhin Energie. Da unten hin! Da! Ihr Doofköppe. Bewegt euch. Los.
Jetzt mach da kaputt. Ich mach eine zweite Factory auf. Stimmt ja, ich habe hier noch das U-Boot. Danke, dass du endlich meine Energiefresser weggehauen hast. Weil für eine Marineflotte habe ich noch nicht genug. Da ich habe andere Probleme. Und das wäre? Ich habe einen einzigen Trupp, ich weiß nicht, wie viele man hat, einen Platz braucht. An einem dieser Häuser stehen, wo man eigentlich eine City bauen kann. Aber irgendwie sagt das Spiel, nein, die darfst du nicht bauen. Ich weiß nicht, was die Voraussetzungen sind, dass man mal bauen darf. Weißt du, wie schnell das Ding neu gebaut ist? Wie kann ich eine scheiß Industrie bauen? Ey, ihr seid so behämmert. Versammelt euch da, wo das scheiß Drecksschiff ist. Ich muss mal meine Panzerproduktion ausstellen. Ich hab zu viel. Alles dahin. Ich sagte dahin. Bewegt euch, ihr faulen Säcke, und macht das Ding jetzt endlich platt. Es hat schon genug kaputt gemacht. Es ist so schwer, den zu sagen, greift mal an. Ich weiß. Aber weißt du, was noch schwerer sein wird? Meine ganzen Truppen jetzt hier von meinem Land wegzubekommen. Ich hab zu viele. So, flieg darüber. Wieso fliegen die nicht? Ah, du hast den einen da oben mal irgendwann ausgenockt. Ist das auch noch passiert? Ich glaube, da müssen echt einfach mehr Truppen sein. Warte mal. Jetzt erstmal denen sagen, die sollen darüber. Ich sehe die Rakete. Ist die erste Runde, Leute. Die läuft halt nie so gut. So, weißt du was? Was du kannst, kann ich auch. Ich habe auch Raketen. Ach, stimmt ja, ich habe auch noch Truppen da oben. Ich vergesse das die ganze Zeit. Bewegt euch mal dahin. Mache ich mir eine geheime Raffinerie. Du hast sie zwar angekratzt, aber sie zählen offenbar nicht als kaputt. Ja, wundert mich auch nicht. Ich krieg mal Energie, jetzt wo meine Marineflotte nicht mehr existiert. Also da muss ich jetzt echt sagen, danke, dass du sie kaputt gemacht hast. Ich würde sonst nach wie vor keine Energie bekommen. Ich versuche gerade verzweifelt meiner Luftflotte zu sagen, wandert endlich darüber. Darüber. Ach stimmt ja, die können ja nur in Reichweite ihres Airports hier agieren, stimmt ja. Außer man hat so eine Landebahn. Habe ich keine Landleute mehr oder warum kann ich da nichts aussuchen? Deswegen konnte ich da nichts aussuchen. So, ihr dahin.
Und alles, was hier hinkommt, dahin. Außer ich darf da jetzt bauen. Nee, darf ich nicht. Schade. Also diese Raffinerien sind offenbar echt wichtig. Da darf ich bauen. Ich sollte da unten echt mal so eine Defensivlinie basteln. Wo und Ja, da, wo du gerade die ganze Zeit die scheiß Schiffe hattest. Wie viele Leute müssen an einem Ort sein, damit ich da bauen darf? Das ist die große Preisfrage. Ich habe zu viele Unkosten. Es könnte sowas von knicken. Warum war jetzt eigentlich wieder falsch herum? So, das muss weg. Darf ich da jetzt bauen? Ich werde es noch nicht herausfinden. Attacke, verdammte Axt. Warum bauen meine eigentlich falsch herum? Attacke! Du mit deinen Drecksraketen. Warum ist die Rakete eigentlich noch nicht gebaut? Warum jammerst du rum, weil du weniger Raketen schießen kannst als ich, oder wie? Es baut halt nicht mehr. Es ist so schön, dass die einfach entgegengesetzt der Verteidigungslinie stehen bei dir, ne? Und ich weiß nicht mal warum. Es ist so wunderschön. Ich kann es halt auch nicht anders machen. Das finde ich ist beschissen. So, Flugzeuge fliegt auch mal darüber. Also ich lasse hier nicht noch mehr Land. Das kannst du sowas von vergessen. Junge, ich komme aus der anderen Richtung. Diese Verteidigungslinie, die du da gebastelt hast, die bringt einfach einen Scheißdreck. So, Flugzeug, wander da hoch. Ja, da steht halt auch bei, wie weit die können. Weißt du was, ich mache einfach Los, so, meine Panzer! gruppiere die hier jetzt überall. Warum, ist das nur auf Airport bezogen gerade? Ihr? Da! Das weg. Das da. Macht kaputt. Das ist doch eine Artillerie im Grunde gesehen. Da müssen doch die Flugzeuge eigentlich instant runterschießen. Nee, die Linie canceln. Obwohl, finde ich gerade so gut. Ich will nämlich einen einzigen Kommandant da hochschicken. Ich verstehe das mit den Flugzeugen genauso wenig, ey. Du musst eigentlich hier nur gucken, einmal draufklicken, dann siehst du, die roten, das sind diese Destroyer, die blauen, das sind die Erkunder. Und das Grüne ist Mir halt ist die schon klar, die was. Helikopter, wie weit die können. Das ist mir schon klar mit den Kreisen, aber irgendwie wollen die nicht richtig fliegen.
So wie Ich ich muss es hier die will. Produktion beenden, sonst kann ich mir hier keine neuen Gebäude leisten. Ich muss die woanders bauen. Weil da triffst du nur mit den Raketen. Ja, genau das Ding, das muss unbedingt weg. Der Flugzeug kommt halt nicht weit genug. Also den Gefallen, das kaputt machen, mache ich dir gerne. Das eine Ach, sei da. ruhig. Das eine, das schluckt gerade nur Ressourcen und irgendwie will es nicht weiterbauen. Das ist halt das. Solange du Raffinerien hast ohne Ende, ist, was Truppen angeht, eigentlich scheißegal. Wenn ich nur welche hätte. Ja, den Kampf hast du eigentlich schon gewonnen, weil ich kann nichts mehr bauen. Und du beschwerst dich, du würdest verkacken. Ich verstehe halt nach wie vor nicht, wie die Kackflugzeuge funktionieren. Der sagt, das muss irgendwie hier mit dem einen da zusammenhängt, dass ich das innerhalb einer Farm etc. bauen muss. Ich verstehe es einfach nicht mit der Industrie. Ja, ist ein Kampf ohne Wiederkehr. Hast gewonnen. Ich konnte da nichts mehr machen. Hab aufgegeben. Ja, Leute, damit endet das Video hier an der Stelle. Ich will aber kurz hier noch ansprechen, wie das hier mit Line War weitergeht. Also, wir haben hier noch ein paar Runden gespielt. Da werden auch ein paar noch auf YouTube kommen. Aber es werden nicht bedingt alle kommen. Ich setze nur die Runden auf YouTube, die relativ spannend waren. Und ich versuche, die dann auch in Zukunft so ein bisschen zu kürzen. Also, dass ihr nicht ständig so ein 50-Minuten-Video habt. Weil diese Schlachten, die gehen schon sehr lange und sie gehen meistens ungefähr so, wie es bei uns in dieser Runde am Anfang geht. Halt hauptsächlich erstmal darum, dass man Ressourcen sammelt. Da würde ich wahrscheinlich sehr viel in Zukunft den Mist schneiden. Bei den Schlachten eventuell manchmal so ein bisschen vorspulen, dass ihr da so ein bisschen Bescheid wisst. Also kann sein, dass die dann nicht mehr 50 Minuten oder eine Stunde lang sind, sondern auf eine halbe Stunde bis 20 Minuten runtergekürzt werden. Aber dann trotzdem noch am Samstag und Sonntag hochkommen. Das wollte ich euch nur eben kurz gesagt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.